YouTube, was geht? Hier ist euer Fashion Bro Patrick von Always Overdressed. Und heute werden wir zusammen die 100 Euro Outfit Challenge drehen. Das bedeutet Oberteil, Jeans und Sneaker für maximal 100 Euro. Und das ganze Outfit werde ich nicht für mich kaufen, sondern für meinen guten Freund Altan. Yo Leute, was geht ab? Ich freue mich auf jeden Fall heute dabei zu sein und bin mega gespannt, was für Sachen du mir vorstellen wirst. Wer seinen Kanal noch nicht kennt, auf jeden Fall abchecken. Der Link ist unten in der Beschreibung. Und ich würde sagen, wir labern nicht viel und fangen einfach an. Ey Bruder, ist der hier irgendwo? Der gibt mir richtig schlechte Klamotten, Bruder. Ich kann die nicht anziehen. Ruf kaputt. Wir sind zurück zu Hause vom Shoppen und ich zeige euch jetzt alle Sachen, die wir gekauft haben. Ich würde vorschlagen, wir fangen oben bei den Oberteilen an. Und da haben wir uns einmal für das Metallica-T-Shirt von H&M für gerade mal 15 Euro entschieden. Hat hier an dem Kragen und an den Enden noch diesen Destroyed-Look. Der Print macht auch einen guten Eindruck. Das bedeutet, wenn man das wäscht, dann wird das auf jeden Fall eine Zeit lang halten. Um das Ganze noch ein bisschen aufzupimpen, haben wir einen Tanktop von Forever 21 gekauft für gerade mal 5 Euro, damit es einfach diesen Layer-Effekt hat. Das bedeutet, dass unter dem T-Shirt man dieses Tanktop noch ansatzweise sieht. Das Ganze gibt wirklich einen richtig guten Look. Vor allem, wenn ich euch gleich die Sneaker zeige, die ich für Altana ausgesucht habe. Außerdem haben wir diese Trill-Pants für 25 Euro von H&M gekauft. Ihr kennt den Stuff, die habe ich mir auch schon mal gegönnt. Die hat hier an dem Wadenansatz diesen aufgestockten Look und unten diesen Side-Zipper. Man kann den Zipper offen oder zutragen. Mir persönlich gefällt es mehr, wenn man den ein bisschen offen hat, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Kurzer Zwischenstand, wir haben jetzt insgesamt 45 Euro für das Oberteil und für die Hose ausgegeben. Das bedeutet, 55 Euro hatten wir noch im Petto für die Sneaker. Das war echt eine Herausforderung, für 55 Euro einigermaßen vernünftige Sneaker zu koppen. Aber wir haben uns hier welche im Angebot gekauft. Ganz schlichte weiße Vans Authentic für 50 Euro plus die 45 Euro für das Oberteil und für die Jeans macht 95 Euro. Das bedeutet, wir haben sogar 5 Euro gespart. Und wir schauen uns das ganze Outfit jetzt bei Altana an. So Leute, das war's von dem heutigen Video. Ein riesen Dankeschön an meinen Kollegen hier, Altana. Kein Problem, Bruder, immer gerne. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Falls euch das Video gefallen hat, dann gebt doch gerne einen Daumen nach oben. Es würde mich mega freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace. Hallo?